Hallo, herzlich willkommen auf dem Autorenkanal Weise Geschichten. Viel Spaß beim Anschauen. Vergessen seine Büroschlüssel, kehrte der Chirurg nach Hause zurück. Als er leise den Flur betrat, erstarrte er, als er seine Frau und Schwiegermutter sprechen hörte. Carlos Torres war ein Chirurg aus Gottes Gnade und das sagte alles. Es war seine Essenz und seine Berufung, ohne sie konnte er sich nicht vorstellen. Ich will Arzt werden, Chirurg, betonte Carlos von klein auf. Der Beruf war edel, aber leider nicht mehr so respektiert und lukrativ wie einst. Zudem hatte niemand in der Familie eine Verbindung zur Medizin, sodass seine Eltern über die Wahl ihres Sohnes verblüfft waren. Sohn, vielleicht solltest du es dir nochmal überlegen. Die Ausbildung ist schwierig und langwierig. Verstehst du die Perspektiven? Weißt du, womit du konfrontiert wirst? Klagte seine Mutter. Ja, Carlos, fragte sein Vater, vielleicht solltest du etwas Traditionelleres wählen, ein Ökonom, ein Anwalt. Ich habe nicht gewählt. Ich weiß, ich fühle, wer ich sein muss, bestand ihr Sohn kategorisch. Der Teenager zeigte außergewöhnliche Beharrlichkeit. Die Eltern konnten nur die Schultern zucken, was konnten sie tun? Es war seine Wahl. Natürlich machten sie sich weiterhin Sorgen und zweifelten zwischen sich selbst. Aber Carlos hatte keine Zweifel, er sah einfach das Ziel und strebte danach. Wie konnte ein Junge, der nie dieser spezifischen Welt ausgesetzt war, solch eine Entschlossenheit haben? Erst als er im Medizinstudium voranschritt und sie den Erfolg ihres Sohnes und das Leuchten in seinen Augen sahen, beruhigten sich die Eltern schließlich und staunten über die Weisheit und Weitsicht ihres Sohnes. Und Carlos, der alles andere ignorierte, verfolgte einfach seinen Traum. Ja, es war ein langer und dorniger Weg, aber der junge Mann überwand ihn Schritt für Schritt. Er hatte keine Angst oder Unsicherheit, das war das Wichtigste. Selbst erfahrene Professoren mit umfassender praktischer Erfahrung bewunderten sein Talent während der praktischen Sitzungen, seine Art, mit dem Skalpell umzugehen, sein Wissen, seine Gelassenheit, seine Fähigkeit, das gesamte Personal im Operationssaal zu kontrollieren, auch wenn es nur ein Übungssaal war, all dies deutete darauf hin, dass sie einen zukünftigen herausragenden Chirurgen erlebten. Nachdem er seinen Universitätsweg, das Praktikum und die Facharztausbildung abgeschlossen hatte, was ihm erlaubte, selbstständig Operationen durchzuführen, war Carlos unendlich glücklich. Er sah seine Arbeit nicht als Routine und Verpflichtung, sondern als Feier, als Weg der Selbstentdeckung Tag für Tag. Das gesamte Leben des jungen Chirurgen war seiner Berufung gewidmet und jeder Patient war ihm äußerst wichtig. Carlos Torres strebte danach, für jeden Patienten sein Bestes zu geben, ungeachtet seiner Müdigkeit, chronischen Schlaflosigkeit und schrecklichen Arbeitsbelastung. Er sah es als seine Pflicht und konnte nicht anders handeln. Sein Lebensrhythmus bestand nur aus endloser Arbeit. Es gab keinen Platz für auch nur ein Minimum an Ruhe oder Selbstmitleid, da so viele Menschen Hilfe brauchten. Carlos war leidenschaftlich bei seiner Arbeit und in seiner Arbeit. Es war der Sinn seines Daseins. Der Dank der genesenden Patienten und ihrer Angehörigen kannte keine Grenzen. Jeder sah diese Hingabe des jungen Chirurgen von außen, selbst das normalerweise zynische untere und mittlere medizinische Personal behandelte ihn mit Respekt und Bewunderung. Höflich, intelligent und fair war der Mann bei allen beliebt. Aber alles hat seine Kehrseite. Natürlich wirkte sich ein solch engagierter Ansatz in erster Linie auf andere Lebensbereiche aus. An erster Stelle traf es sein Privatleben. Carlos hatte einfach nicht die physische Möglichkeit, seiner Familie genug Zeit zu widmen, er konnte nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Da war die Arbeit, die enorm viel Zeit in Anspruch nahm, und er musste schlafen, und das erschöpfte im Grunde seinen Tag. Dies konnte bei seiner Frau nicht ohne Unzufriedenheit bleiben. Regina konfrontierte ihn ständig und forderte Aufmerksamkeit und Fürsorge. Carlos verstand diese Beschwerden aufrichtig nicht. Er war immer ehrlich gewesen, dass die Arbeit seine oberste Priorität war. Er hatte nie rosige Luftschlösser gebaut und versprochen, um 18 Uhr zu Hause zu sein. Das war einfach unmöglich. Er dachte, Regina hätte die Spielregeln von Anfang an verstehen sollen. Es schien, sie hätte sie akzeptiert, als sie zustimmte, seine Frau zu werden, ihn durchs Leben zu begleiten und seine zuverlässige Stütze zu sein. Aber wie es oft passiert, überschätzte die junge Frau ihre Stärke.
Sie war nicht bereit, die klassische Frau zu werden, die still am Fenster auf ihren Mann wartet. Seine Arbeit nervte sie, machte sie wütend, und seine Abwesenheit zu Hause, diese endlosen Patienten, von denen er nicht loskam, waren eine ständige Quelle der Frustration. Regina verstand aufrichtig nicht, warum ihr Mann nicht in eine Privatklinik wechselte, er hatte so viele lukrative Angebote. Es wäre weniger Arbeit, ein viel höheres Gehalt. Wer lehnt solche Bedingungen ab? Aber Carlos war so ein Mensch, er weigerte sich hartnäckig, irgendwelche Angebote in Erwägung zu ziehen und blieb seiner Heimatklinik treu. All diese ehelichen Streitigkeiten fühlten sich an wie das Schlagen auf einen toten Gaul. Was konnte er argumentieren? Er hatte 100-mal erklärt, warum er so handelte, wie er es tat, er konnte einfach nicht anders. Seine Frau verstand es nicht und beschwerte sich weiter, niedriger Lohn, zu viel Arbeit, keine Zeit, die Liste war endlos. Was konnte er sagen? Schuldig. Aber Carlos konnte sich nicht ändern, während seine Frau nicht nachgab und ihn unermüdlich nörgelte. Wie lange wird das noch so weitergehen, rief Regina wieder einmal. Wann werde ich jemals etwas für dich bedeuten? Es scheint, ich muss auf deinem OP-Tisch landen, damit das passiert. Bitte hör auf mit dem Drama, wehrte sich Carlos müde. Das wird mein ganzes Leben lang so weitergehen und ich habe dich von Anfang an ehrlich gewarnt. Arbeit kommt zuerst. Ja, so war es und wird es für mich sein. Ich war eine verliebte Närrin, deshalb habe ich zugestimmt. Wenn du nur anständiges Geld in die Familie bringen würdest, aber das... Wer braucht das alles? Regina, ich brauche es wie Luft, verstehst du? Ich kann nicht ohne leben. Dann geh in eine Privatklinik, operiere, sei Chirurg. Einfach weniger Stunden und für mehr Geld, erwiderte seine Frau unaufhörlich. Wir drehen uns im Kreis. Du verstehst mich nicht, ich bin müde, genug jetzt. Carlos sah entsetzt auf seine Uhr. Ich muss in 4 Stunden aufstehen. Entschuldigung, wir klären das später. Es ist immer so, gab Regina nicht nach, es gibt nie Zeit für mich. Er verließ erneut das Schlachtfeld zu Hause, gebrochen und geschwächt. Diese Argumente und Streitigkeiten entzogen ihm nur Energie. Es schien, als ob Regina durch das Schreien aufgeladen wurde, während es ihn erschöpfte. Vor ein paar Jahren fügte seine Frau eine weitere Beschwerde zu ihren ständigen Vorwürfen hinzu. Sie wollte ein Kind haben und war hartnäckig darin. Carlos bat sie zu warten, da er glaubte, es sei nicht der richtige Zeitpunkt. Er war auf seine Karriere fokussiert und wollte Abteilungsleiter werden. Schließlich war das Kinderhaben nicht dringend, es war noch Zeit. Grundsätzlich liebte Carlos Kinder und würde sich freuen, welche zu haben, aber er fragte sich vernünftigerweise nach dem Sinn, wenn er sie nicht sehen könnte. Er hatte einfach nicht die Ressourcen, um ein Kind großzuziehen. Ich bin nicht 16, weißt du, schrie seine Frau. Wann soll ich denn ein Kind bekommen? Mit 40, wenn du fertig bist, den Chirurgen zu spielen. Ich denke, du dramatisierst. Du bist erst 32, entgegnete er. Was ist die Eile? Ich will ein Kind, beharrte Regina. Und ich bin nicht dagegen, aber nicht hier und nicht jetzt. Willst du das Kind alleine großziehen? Ich denke, das würde zu neuen Konflikten führen. Du wirst endlos unzufrieden sein, dass ich nicht genug Zeit mit dem Baby verbringe, und ja, so wird es sein. Wie soll es anders sein, wenn ich nur 5 Stunden am Tag schlafe? Carlos appellierte, so gut er konnte, an Logik und gesunden Menschenverstand. Wird es jemals anders sein? Fragte seine Frau unter Tränen. Wird sich jemals etwas ändern? Ich weiß es nicht, gab der Chirurg ehrlich zu. Ich kann nur über das sprechen, was jetzt passiert. Regina würde wütend ins Schlafzimmer gehen, überzeugt davon, dass ihr Mann an allen Todsünden schuld sei, in dem Glauben, sie täte alles für ihn. Und er? Aus Carlos' Sicht sah er sich natürlich nicht als den perfekten Ehemann, aber er war ehrlich zu seiner Frau, versuchte, seine Position, seine Wahrheit zu erklären, aber alles vergebens. Es war der ewige Konflikt, wer hat Recht und wer hat Unrecht, jeder hatte seinen eigenen Standpunkt, seine eigene Sichtweise. Das Schlimmste war, dass Reginas Mutter, Senora Marisa, immer auf ihrer Seite stand. Ihre Beziehung zu Carlos war sehr kompliziert. Sie versuchte nicht einmal, ihre Antipathie zu verbergen, warum sich mit Höflichkeit abmühen.
Sie sagte direkt, was sie dachte, warf normalerweise Vorwürfe auf ihn, während sie ihre Tochter verteidigte. In den Augen ihrer Mutter hatte Regina immer recht. Jede Begegnung zwischen Carlos und seiner Schwiegermutter endete sofort in einem Streit. Sie konnten einfach nicht ruhig miteinander sprechen. Der einzige Trost war, dass Carlos ständig arbeitete, sodass er sie weniger sah. Sie war fast immer in ihrem Haus, offenbar um moralische Unterstützung zu leisten und sich um ihre Tochter zu kümmern. Glücklicherweise mischten sich seine Eltern nicht ein, versuchten nicht offen, ihre Meinungen durchzusetzen, sonst wäre es völliges Chaos gewesen. Das ärgerte ihn. Er konnte nicht verstehen, warum seine Schwiegermutter immer herumhing und ständig in ihre Familie hineinredete. War das normal? Sie lebten getrennt. Warum kam sie ständig vorbei, versuchte, ihre eigenen Regeln aufzustellen, gab Ratschläge und kommentierte alles? Zweifellos ermöglichte Regina dieses Verhalten, da sie ohne ihre Mutter keinen Schritt tat. Während Carlos' Karriere also auf Kurs war und vielversprechende Perspektiven bot, fiel sein Privatleben auseinander. Er hatte keine Antwort, keine Lösung. Seine Eltern kamen irgendwie miteinander aus. Es schien, als hörte seine Mutter auf seinen Vater und konnte sich in seine Lage versetzen. Warum konnte Regina das nicht? Wer war schuld? Diese depressiven Gedanken nahmen Carlos zunehmend ein und ehrlich gesagt begann er sogar, über eine Scheidung nachzudenken. Die Ehe entsprach in keiner Weise seinen Erwartungen. Was hatte Carlos gehofft, als er Regina traf, sich in sie verliebte und ihr einen Antrag machte? Er dachte, das Mädchen würde seine Frau werden, seine zuverlässige Unterstützung, dass er nach Hause eilen würde, weil seine Geliebte auf ihn warten würde. Aber was war die Realität? Im Gegenteil, er blieb zunehmend über Nacht im Krankenhaus, in seinem Büro, selbst wenn es keine berufliche Notwendigkeit gab. Er wollte nicht nach Hause gehen und immer wieder die gleichen Beschwerden hören oder, noch schlimmer, seiner Schwiegermutter begegnen. Bei so einer Aussicht war es viel besser, in der örtlichen Cafeteria zu essen und auf einer unbequemen Couch zu schlafen, zumindest blieben seine Nerven unbeschädigt. Carlos dachte darüber nach, wie er am nächsten Morgen operieren, mit Patienten und deren Angehörigen interagieren musste. Wie lange würde er durchhalten, wenn er seine Nerven noch mehr strapazierte? Und ehrlich gesagt, fast alle seine Kollegen waren geschieden. Offenbar hielten familiäre Bindungen einer solchen Arbeit, diesem frenetischen Lebensrhythmus einfach nicht stand, selbst die verständnisvollsten und geduldigsten gaben auf. Und Regina, seien wir ehrlich, war von Natur aus keine verständnisvolle und geduldige Ehefrau. Sie hatte wenig Empathie oder Mitgefühl und schlimmer noch, sie sprachen verschiedene Sprachen. Wie viele tausendmal hatte er versucht, ihr seine Wahrheit zu erklären, warum er das städtische Krankenhaus nicht verlassen und in den privaten Sektor wechseln wollte? Aber nein, seine Frau verstand entweder nicht oder wollte ihn überhaupt nicht verstehen, wiederholte immer das Gleiche, weniger Arbeit, mehr Geld, ohne zu versuchen zu begreifen, dass es für ihn kein Plus war. All das summierte sich zu endloser Negativität. Carlos war es leid, nach Hause zu kommen, um eine neue Portion Beschwerden und Unzufriedenheit zu erhalten. Es war schwer, sich an einen Tag zu erinnern, an dem er und Regina friedlich miteinander sprachen, über andere Themen kommunizierten oder etwas diskutierten. Zu Hause war kein Ort der Stärke mehr, kein Ort, an dem er sich ausruhen konnte, und er hatte schon endlosen Stress. Was war also der Ausweg? Eines Nachts, während er im Bereitschaftszimmer Dienst hatte, fand sich Carlos allein mit einem Kollegen, dem Leiter der Unfallchirurgie. Lucas Rosete war ein erfahrener Mann, viel älter als der Chirurg, und hatte sich kürzlich zum dritten Mal scheiden lassen, aber jetzt schien er sehr glücklich und zufrieden mit dem Leben zu sein. Der junge Kollege konnte sich nicht zurückhalten und fragte, neugierig auf die Erfahrungen anderer im Privatleben. Carlos' Frage überraschte den Unfallchirurgen überhaupt nicht. Ja, wieder geschieden, räusperte sich der Mann, wollte ein starkes Unterstützungssystem zu Hause, aber leider hat es wieder nicht geklappt. Und ich bin darauf hereingefallen, obwohl ich wusste, dass es nicht funktionieren würde, aber ich hoffte trotzdem. Der junge Chirurg wurde noch trauriger und schloss traurig. Es scheint, dass ich das auch durchmachen muss. Meine Ehe mit Regina funktioniert einfach nicht. Carlos erwartete Unterstützung, Verständnis, dachte, dass, wenn überhaupt jemand, der erfahrene und mehrfach erfolglose Unfallchirurg ihn sicher verstehen würde.
Ach, hör auf, Rocky, winkte Lukas ab, ihr seid beide noch zu jung, deshalb funktioniert es nicht. Die Hormone toben noch und diktieren das Verhalten. Warte, gib dir Zeit, vielleicht beruhigt sie sich. Sie nagelt, oder? Carlos nickte nur als Antwort. Natürlich. Wir haben alle die gleichen Probleme, Frauen, die nichts mit diesem Beruf zu tun haben, zu Hause sitzen und nicht verstehen, was ihre Männer hier machen, daher die ständigen Streitereien. Tu, was du für das Beste hältst, aber ich würde nicht voreilig handeln, wenn ich du wäre. Du wirst es bereuen, es sei denn, es ist wirklich schlimm und du bist mit deinen Nerven am Ende. Weißt du, wie es ist, nach einer Schicht in eine leere Wohnung zu kommen, sich selbst Pasta zu kochen, vorausgesetzt, du hast sie überhaupt vorher gekauft? Ehrlich gesagt, es ist schrecklich, mach dich heulen, seufzte Lukas bitter. Er verlor sich offensichtlich in seinen Gedanken, erinnerte sich an seine eigenen Erfahrungen. Nach einer kurzen Pause fuhr er fort. Und schau dir unseren Chef an, er ist seit 40 Jahren verheiratet. Kannst du dir das vorstellen? Ja, eine heilige Frau, sehr geduldig, sagte Carlos neidisch. Versuch heute mal jemanden wie Catalina zu finden. Oh, grinste der Traumatologe, sie war wahrscheinlich anders, als sie jünger war. Weisheit und Geduld kommen nicht sofort. Diese Eigenschaften sind nicht typisch für junge Menschen. In unserer Jugend sind wir alle Maximalisten, egoistisch, ichbezogen, fokussiert nur auf unsere Interessen. Das ist normal. Mit der Zeit kommen andere Eigenschaften zum Vorschein. Wie alt ist deine Frau? 32, genau wie ich. Sie wird sich beruhigen, sie ist noch jung, zu lebhaft und stolz. Sie wird sich beruhigend darüber hinwegwachsen, versuchte Lukas ihn zu beruhigen. Carlos wollte glauben, dass sein Kollege recht hatte, aber sein Herz sagte ihm etwas anderes. Vielleicht würde Regina tatsächlich mit der Zeit ruhiger, geduldiger und weiser werden, ihrem Mann zuhören und ihn respektieren. Aber würden sie bis zu diesem hellen Moment durchhalten? Es schien unwahrscheinlich. Einer von ihnen könnte einfach der aktuellen Situation nicht standhalten und aufgeben. Carlos wollte glauben, dass er sich selbst überwinden, klüger sein und über all dem stehen könnte. Aber er hatte immer weniger Hoffnung. Leider brachte der nächste Tag zu Hause eine weitere Enttäuschung, die all seine traurigsten und beunruhigendsten Gedanken bestätigte. Regina war leider in schrecklicher Laune und der anschließende Streit war unvorstellbar. Carlos hörte stoisch all den Beschwerden seiner Frau zu, nickte stumm, versuchte, sich nicht aufzuregen, aber die Wut seiner Frau verstärkte sich nur als Reaktion auf seine passive Reaktion. Und verdammt, wie soll man sich verhalten? Wenn er schrie, würde es sie wütend machen, und wenn er schwieg, würde es sie noch mehr aufregen. Erschöpft von der unverständlichen Auseinandersetzung, flehte er praktisch um Gnade. Regina, ich bitte dich, lass uns dieses Gespräch für jetzt beenden. Ich habe schreckliche Kopfschmerzen und keine Sekunde geschlafen. Es war ein sehr harter Tag, ich habe mehr als 30 Stunden nicht geschlafen. Dieses Flehen wurde von Regina als Feigheit gesehen und er bezahlte sofort dafür. Und denkst du, ich bin nicht müde? Ich arbeite auch Tag und Nacht und zusätzlich muss ich ständig Wäsche waschen, putzen und kochen, wie ein Hamster im Rad. Du kommst nur nach Hause, um zu schlafen und gehst dann wieder. Seine Frau schimpfte und tobte, und seine Worte lösten nur eine neue Tirade aus. Ich zwinge dich nicht, die Hausarbeit zu machen. Ich lade meine eigenen Kleider in die Waschmaschine, hänge sie selbst auf. Ich esse in der Kantine. Wieder war alles vergebens. Seine Frau verdrehte seine Worte. Also wirfst du mir vor, eine schlechte Hausfrau zu sein? Oh Gott, Regina, was ist das? Wo habe ich das gesagt? Carlos verlor schließlich die Geduld und protestierte. Ich habe nur gesagt, dass ich versuche, dich nicht mit all den Hausarbeiten zu belasten und selbst zu tun, was ich kann. Aber wer hörte ihm zu? Nach so vielen Jahren hätte er sich daran gewöhnen sollen, dass seine Worte verdreht und aus dem Kontext gerissen wurden. Ich hätte schweigen sollen. Warum habe ich es überhaupt versucht, schalt er sich innerlich. Ich habe ihr nur mehr Brennstoff für ihre Beschwerden und ihr Geschrei geliefert. Regina war konsequent, die Themen waren längst festgelegt. Sie beschwerte sich darüber, wie alles sie ärgerte, dass sie immer knapp bei Kasse waren und dass Carlos nie da war. Er hatte es satt, immer dasselbe.
Er wollte nicht streiten, obwohl er Gegenargumente hatte. Wie konnten sie knapp bei Kasse sein? Sie lebten in ihrer eigenen Wohnung, schön renoviert, schuldenfrei, konnten sich vieles leisten. Aus seiner Sicht gab es keinen Grund zur Beschwerde, aber seine Frau sah die Dinge anders. Für sie schien alles düster und sie äußerte ihre Beschwerden. Das ärgerte ihn noch mehr als das Geschrei. Er sah Menschen, die es wirklich schwer hatten, die echte Probleme und echte Not durchmachten. Im Vergleich dazu schien Reginas ständige Unzufriedenheit beleidigend für andere. Es war, als lebte sie in einer anderen Welt. Regina schaute immer nach oben, sah, was ihr zum Glück fehlte, was sie nicht hatte, was andere hatten. Carlos sah die Dinge aus einem anderen Blickwinkel. Er sah, wie viel sie im Vergleich zu anderen hatten, verstand, wie wohlhabend und glücklich sie waren. Sich über ihre kleinen Probleme bei Gott zu beschweren, schien ihm sündhaft. Wie sollten sie einander verstehen? Es war unverständlich und unmöglich. Carlos verlor sich in seinen Gedanken, während die Tirade seiner Frau weiterging. Er versuchte, sich zu lösen und nickte nur. Was war der Sinn, einen weiteren Streit zu beginnen, wenn niemand zuhörte? Den Emotionen nachzugeben, vernachlässigte er manchmal die Vernunft, versuchte aber, sich im Zaum zu halten. Zum Glück hatte Regina ihre eigenen Besorgungen. Sie musste ihren Fluss von Negativität unterbrechen, weil sie spät dran war. Erst nachdem sie gegangen war, konnte er erleichtert aufatmen, endlich das Badezimmer erreichen und ins Bett gehen. Doch er machte sich bereits Sorgen um den Abend und die Nacht. Wie würden sie verlaufen? Würde seine Frau wieder anfangen zu schreien? Wie würde sie sich verhalten? Wenn ja, würde er die Nacht lieber bei der Arbeit verbringen. Nur der Gedanke an die schwierigen Operationen, die für den nächsten Tag geplant waren, ließ ihn zu Hause bleiben, zumindest solange es noch Hoffnung gab, etwas Schlaf in einem bequemen Bett zu bekommen. Überraschenderweise schien am Abend alles ruhig. Regina bereitete das Abendessen vor, und während des Essens führten sie sogar ein zwangloses Gespräch über belanglose Dinge und Nachrichten. Obwohl alles friedlich schien, fühlte sich Carlos dennoch unwohl. Es schien ihm, als wäre seine Frau nervöser als gewöhnlich, obwohl sie versuchte, ihre Unruhe zu verbergen. Das war ermüdend, ein solches Verhalten war sehr untypisch für sie. Wenn sie etwas beunruhigte, sprach sie normalerweise ununterbrochen darüber, verbarg nie ihre Gefühle. Es schien, Regina wusste einfach nicht, wie man ihre Gefühle verbirgt. Wenn es nicht die frische Erinnerung an den großen Streit am Morgen gegeben hätte, hätte er sie direkt gefragt, was los war. Aber nicht heute, nein. Trotz seines gebrochenen Schlafs während des Tages war er erschöpft. Er hatte keine Energie, Regina für mehrere weitere Stunden zuzuhören. Wenn sie jetzt nicht reden will, wird sie es mir später sagen, entschied er für sich selbst. Alles andere lag im Bereich des Normalen. Es könnte noch etwas verbleibende Unbeholfenheit und Spannung gegeben haben, aber es brach nicht in eine offene Konfrontation aus, was an sich schon eine Erleichterung war. Das Paar ging früh ins Bett, scheinbar nur um den Tag zu beenden. Am Morgen, obwohl er mehr als genug Schlaf bekommen hatte, eine Seltenheit für einen Chirurgen, fühlte sich Carlos dennoch etwas abgelenkt, überwältigt von einem Gefühl der Melancholie und Apathie. Er wusste genau, woher diese Gefühle kamen, sein Unterbewusstsein hörte nie auf zu arbeiten und die Zahnräder drehten sich ständig. Carlos begann ernsthaft über die Idee der Scheidung nachzudenken. Der gestrige Streit hatte seine Spuren hinterlassen. Es schien der letzte Tropfen gewesen zu sein. Seine Geduld hatte ihre Grenzen, diese endlosen Auseinandersetzungen mit Regina raubten ihm mehr Energie als die komplexesten, mehrstündigen Operationen. Das bedeutete etwas Bedeutendes, besonders da er bei Operationen vom Endergebnis motiviert war, er sah das Ziel. Aber hier? Wofür war das alles? Es war keine Liebe mehr da, alles war getötet, ausgebrannt. Regina hatte das erreicht, oder vielleicht war er auch für das Scheitern ihrer Ehe verantwortlich. Ja, sicher war er das, niemand ist völlig unschuldig. Schließlich war er zumindest schuldig, jemanden geheiratet zu haben, der überhaupt nicht zu ihm passte. Mit diesen Gedanken, die er von allen Seiten betrachtete, ging er seiner üblichen Routine nach. Erst als er bei der Arbeit ankam, wurde Carlos klar, dass er seine Büroschlüssel zu Hause vergessen hatte. Sein Geist war anderswo gewesen. Verdammt, fluchte er laut.
Da hilft nichts, ich muss zurück. Während er einen Ersatzschlüssel für sein Büro von der Sicherheit bekommen konnte, waren die Schlüssel zu seinem persönlichen Safe nur bei ihm und sie waren am selben Schlüsselbund. Und ohne sie konnte er nicht auskommen, heute war das wöchentliche Treffen der chirurgischen Abteilung. Alles hatte sich so gefügt, dass ihm keine andere Wahl blieb, als zurückzugehen und wertvolle Zeit zu verlieren. Fluchend und wütend auf sich selbst kehrte er außerhalb seiner üblichen Zeiten nach Hause zurück. Natürlich kam ihm nicht in den Sinn, seine Frau zu benachrichtigen. Warum auch? Er kehrte nach Hause zurück und hörte, als er leise den Flur betrat, ein Gespräch zwischen seiner Schwiegermutter und seiner Frau. Schon die ersten Sätze schockierten und betäubten ihn. Er konnte seine Schwiegermutter aus der Küche schreien hören. Senora Marisa schrie ihre Tochter an. Hast du den Verstand verloren? Was hast du dir gedacht, du Idiotin? Wie konntest du von deinem Liebhaber schwanger werden? Carlos fühlte sich innerlich gefroren, kalter Schweiß brach ihm überall aus. Er wusste nicht, was er tun sollte, eingreifen, hereingehen und fragen oder sich zumindest zu erkennen geben. Regina weinte, ihrem Ton nach zu urteilen. Sei leise, Mama, warum erzählst du nicht gleich allen Nachbarn, damit Carlos es auch erfährt, schluchzte Regina. Beide Frauen waren von Emotionen überwältigt. Es schien, dass Senora Marisa, kaum in der Lage, sich zu beherrschen, vom Schreien dazu überging, ihren Unmut in gemäßigterem Ton auszudrücken. Und was wirst du jetzt tun? Hast du darüber nachgedacht? Ich habe mich noch nicht entschieden, kam die Stimme seiner Frau aus dem Inneren der Wohnung. Es gab eine kurze Pause, vermutlich während die Mutter versuchte, alles Gesagte zu verarbeiten und zu bewerten, wie kritisch das rücksichtslose Verhalten ihrer Tochter geworden war. Alle schwiegen, einschließlich Carlos, der im Flur an der Haustür erstarrt war. Auch er versuchte schnell zu entscheiden, was zu tun war, wie er weiter vorgehen sollte. Alles passierte so schnell und unerwartet. Er hatte fast beschlossen, den Raum zu betreten, seine Anwesenheit und sein Wissen zu offenbaren, ihre Reaktionen zu beobachten und die Details zu erfahren, als er einen Satz seiner Schwiegermutter hörte, der ihn in seinen Spuren innehalten ließ. Und dein Liebhaber, dieser Enzo, was sagt er? Fragte Senora Marisa empört. Reginas Schluchzen war wieder zu hören, aber Carlos konzentrierte sich auf den Namen des Liebhabers seiner Frau. Enzo, dachte Carlos hektisch. Welcher Enzo? Kenne ich ihn? In diesem Moment beschloss der Chirurg, den Rest des Gesprächs zwischen Mutter und Tochter zu belauschen, in der Hoffnung, dass sie mehr verraten könnten. Er fühlte sich bereits wie ein völliger Narr und wollte nicht noch einmal getäuscht werden. Durch Schluchzen und Tränen, bemüht, ihre Emotionen zu kontrollieren, antwortete Regina schließlich auf die Frage ihrer Mutter. Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, ich habe Angst, wie er reagieren wird. Oh mein Gott, was für eine Idiotin, schimpfte ihre Mutter, ihre Stimme erhob sich wieder. Jetzt hast du Angst. Aber du hattest keine Angst zu betrügen und schwanger zu werden, oder? Offensichtlich war die Frage rhetorisch, nur dazu gedacht, ihren Ärger und völliges Unverständnis über das Verhalten ihrer Tochter zu entladen. Es war unwahrscheinlich, dass Senora Marisa den Betrug selbst verurteilte, wahrscheinlich verurteilte sie eher den dummen Fehler, schwanger zu werden. Natürlich hatte Regina nichts darauf zu sagen, keine Verteidigung. Sie verstand gut genug, was sie getan hatte und dass sie schuld war, sie brauchte die Kommentare ihrer Mutter nicht, um das zu erkennen. Senora Marisa, offensichtlich überlegten, wie man aus der Situation herauskommt, fragte ihre Tochter. Bist du dir sicher, dass der Vater nicht dein gesetzlich angetrauter Schwachkopf ist? Obwohl Carlos wusste, dass seine Schwiegermutter ihn hasste, ließ es ihn fast reagieren, als er hörte, wie sie hinter seinem Rücken über ihn sprach. Seine Fäuste ballten sich schmerzhaft zusammen. Während er versuchte, mit dem Gehörten klarzukommen, seufzte Regina tief und antwortete. Ich habe ihn seit über 2 Monaten nicht an mich herangelassen und die Schwangerschaft ist 5 Wochen alt. Es ist absolut unmöglich. Ich erinnere mich sogar genau an den Tag, an dem wir unvorsichtig waren. Unvorsichtig, spottete ihre Mutter verächtlich. Es gibt keinen Grund, deine Dummheit mit hübschen Worten und Epitheten zu verschleiern. Nach einer kurzen Pause fuhr Senora Marisa fort, als ob sie laut nachdachte. Ja, das kannst du ihm nicht anhängen. Er ist kein Narr, er ist schließlich Arzt. In diesem Fall kannst du ihn nicht täuschen.
Wir müssen einen anderen Ausweg finden. Armer Carlos. Was musste er in diesem Moment durchmachen? Seit dem Moment, als er die Wohnung betrat und Senora Marisas erste Bemerkung hörte, war er wie erstarrt. Er konnte immer noch nicht vollständig begreifen, dass das wirklich passierte, dass es kein Scherz oder Streich war. Natürlich wusste er, dass ihre Ehe auseinanderfiel, dass er und Regina kurz vor der Scheidung standen. Er wusste, dass sie es nicht schaffen würden, ihre Familie nicht retten würden, aber das. Er war gleichzeitig schockiert und entsetzt, unfähig zu glauben, dass seine Frau ihn betrogen hatte und sogar von jemand anderem schwanger geworden war. Es war undenkbar, einfach unverständlich. Er hatte gedacht, Regina würde sich nie zu solcher Vulgarität herablassen. Aber war es für sie nicht ekelhaft? Warum alles verstecken, lügen, täuschen? Es erniedrigte sie auch. Wäre es nicht einfacher gewesen, ehrlich zu ihm zu kommen, zu sagen, dass sie sich entliebt hatte, und sich zu entschuldigen? Warum all diese Spiele hinter seinem Rücken? Natürlich hätte er sie gehen lassen. Er fühlte sich körperlich krank und sogar klebrig, weil er in dieses Liebesdreieck hineingezogen wurde. Die Situation war völlig ekelerregend. Währenddessen konnte er die Geräusche des anhaltenden Streits hören. Senora Marisa, die über das Gesagte nachdachte, schrie weiterhin und beschimpfte ihre Tochter. Anscheinend konnte Regina es nicht mehr ertragen und schrie ihrer Mutter entgegen. Ich weiß es alles selbst. Warum schreist du? Was bringt dieser Skandal? Wird das sie was ändern? Warum beleidigst du mich und schreist mich an? Es ist schon passiert. Warum hast du es mir dann überhaupt erzählt? Senora Marisa schien verblüfft. Dachtest du wirklich, ich würde anders reagieren? Regina brach erneut in schreckliches Schluchzen aus. Sie weinte unkontrolliert, den Geräuschen nach zu urteilen, die Carlos erreichten. Er konnte Reginas Worte kaum hören. Sie war hysterisch und flüsterte fast. Weil ich sehr große Angst habe, Mama. Selbst ein Herz so hart wie das von Senora Marisa konnte das Leiden ihres Kindes nicht unberührt lassen. Als sie die echte Not ihrer Tochter sah, wurde sie weicher und eilte, sie zu trösten. Schon gut, Liebes, weine nicht. Beruhige dich jetzt, wir werden das durchstehen, ihr Ton und ihre Stimme änderten sich, fast schon liebevoll. Mach dir keine Sorgen. Entweder kannst du das Baby noch als das deines Dummkopfes ausgeben, oder du kannst seinen Chef heiraten, wenn es klappt. Es gibt noch Möglichkeiten. Verlier nicht zu früh die Hoffnung. Senora Marisas letzter Satz traf Carlos bis ins Mark. Den Chef heiraten. Also war der Geliebte seiner Frau, der mysteriöse Enzo, sein direkter Vorgesetzter, der Leiter der chirurgischen Abteilung. Diese Nachricht schockierte ihn. Es war unglaublich wie aus einem schlechten Witz, aber wie konnte das die Realität sein? Carlos dachte verzweifelt darüber nach, was zu tun sei, wie er mit diesen neuen Umständen umgehen sollte. Das komplizierte alles exponentiell. Das Gespräch in der Küche hatte eine andere Phase erreicht. Die emotionale Intensität hatte nachgelassen und sie sprachen jetzt leiser in Fragmenten, die schwer zu verstehen waren. Jeden Moment könnten Mutter und Tochter die Küche verlassen und ihn im Flur stehen sehen. Er wusste, dass er nicht die Fähigkeit besaß, Unwissenheit vorzutäuschen oder so zu tun, als sei er gerade erst angekommen. Diese Talente hatte er nicht, und Carlos wusste das nur zu gut. Eine Entscheidung musste getroffen werden. Egal wie schmerzhaft und beunruhigend die Nachricht war, er versuchte rational zu denken und einen kühlen Kopf zu bewahren, eine berufliche Gewohnheit. Es lief darauf hinaus zu verstehen, dass er im Wesentlichen zwei Optionen hatte. Die erste war, hineinzustürmen und eine Szene zu machen, die zweite war, zu gehen und alles gründlicher zu überdenken. Die zweite Option war wütend machend. Warum sollte er sich wie ein Spion verhalten, hinter dem Rücken von allen agieren? War er schuldig an Ivas? Hatte er seine Frau betrogen? Er wollte sich nicht wie eine Figur in einem billigen Melodrama fühlen, die still im Hintergrund leidet. Warum sollte er das? Was hatte er getan, um das zu verdienen? All diese Einwände waren zweifellos berechtigt, aber es gab einen Haken. Wenn der Liebhaber seiner Frau nicht sein Chef gewesen wäre, hätte er nicht gezögert, hereinzustürmen und beide Frauen aus seinem Haus zu werfen. Warum zögern? Aber die Situation war zu delikat.
Carlos war bereit, seine Frau zu verlieren. Er hatte sie bereits verloren, aber er war nicht bereit, seine Karriere zu riskieren. Er könnte den Job wechseln, in ein anderes städtisches Krankenhaus ziehen, aber sein Chef hatte gewisse Verbindungen und Einfluss. Nein, er musste eine Pause einlegen. Er wollte nicht unüberlegt handeln und es später bereuen. Eine komplexe Operation erfordert Vorbereitung und einen detaillierten Plan, und diese Situation war nicht anders. Er musste vorsichtig vorgehen, die Konsequenzen voraussehen und mögliche Fallstricke antizipieren. Der rationale und überlegte Chirurg vergaß nicht, die Schlüssel aus seiner Manteltasche zu nehmen, der Grund, weshalb er überhaupt zurückgekehrt war, bevor er die Wohnung verließ. Er war noch nicht bereit, eine Entscheidung zu treffen, also war es nicht die Zeit. Natürlich dachte Carlos auf dem ganzen Weg zurück ins Krankenhaus darüber nach, was passiert war, wiederholte jedes Wort und quälte sich damit. Aber sobald er bei der Arbeit ankam, verschwanden alle Gedanken an sein Privatleben aus seinem Kopf. Der Tag war unglaublich beschäftigt, ohne eine freie Minute, mit endlos viel Arbeit, die ihm keinen einzigen freien Moment ließ. Es war, als ob jemand da oben ihn beschützte, seine Aufmerksamkeit umleitete und ihn zwang, an etwas anderes zu denken. In gewisser Weise war er sogar dankbar für das hektische Tempo. Es bot eine gewisse psychologische Erleichterung. Arbeit war der beste Weg für ihn, sich mental zurückzusetzen, und heute gab es reichlich davon. Nicht nur geplante Operationen, sondern es kamen auch Notfallpatienten. Und was war zu tun? Er musste die Ärmel hochkrempeln und unermüdlich arbeiten, die Leute brauchten sofort seine Hilfe. Es gab keine Zeit für Sentimentalitäten. Es war ein großes Glück, dass es schon lange seine Gewohnheit war, während der Operation nicht an externe Angelegenheiten zu denken. Von ihrer ersten Praxis an wurden Chirurgen gewarnt, man darf sich unter keinen Umständen ablenken lassen, egal was passiert. Konzentrieren Sie sich nur auf das Operationsfeld, keine ablenkenden Gedanken. Automatismus ist eine gute Sache, kann aber manchmal nachteilig sein. So blieb alles, was an diesem Morgen passiert war, weit zurück. Gedanken daran tauchten gelegentlich auf, verschwanden aber schnell unter dem Druck der anstehenden Aufgaben. Diese Fülle an Arbeit hat ihn wahrscheinlich gerettet. Die ganze emotionale Turbulenz löste sich so schnell auf, wie sie gekommen war. Jetzt gab es nur noch ein Problem zu lösen, kühl und rational. Erst um 20 Uhr auf dem Weg zu einem Meeting trank Carlos seinen ersten Kaffee des Tages, was kann man mir sagen? Da schlug die Angst zu. Es war zu erwarten, heute würde er seinen direkten Vorgesetzten mit ganz anderen Augen sehen. Er hatte gedacht, sie hätten ein gutes Verhältnis, vielleicht sogar ein freundschaftliches, sich informell unterhaltend und gegenseitig nach dem Leben fragend. Jetzt erschien das lächerlich. Egal wie sehr er es versuchte, Carlos konnte seine Augen nicht von Enzo abwenden, der am Kopf des Tisches saß und ihn aufmerksam beobachtete. Gedanken rasten durch seinen Kopf, von der Absurdität, sich mit seinem Rivalen zu vergleichen, bis hin zur grotesken Idee, aufzustehen und ihn öffentlich zu beschämen. Natürlich war das alles melancholischer Unsinn. Carlos war noch nicht bereit zu handeln. Er hatte kaum Zeit zum Nachdenken. Aber er konnte nicht anders als zu grübeln, um den Schlüssel zum Verständnis zu finden, warum sie ihn so betrügerisch behandelt hatten, ihn verraten hatten. Er hatte ihnen vertraut. Es machte ihn wütend, wenn sie sich verliebt hatten, warum sagten sie es nicht einfach? Oder ging es nur um Leidenschaft und Körperlichkeit? Und wie ironisch, dass es Carlos war, der Regina bei der Neujahrsfeier seinem Chef vorgestellt hatte. Es war alles so abscheulich und ekelerregend. Seine Gedanken wurden abrupt durch einen Ellbogenstoß von dem Kollegen neben ihm unterbrochen. Überrascht blickte Carlos seinen Kollegen an und merkte, dass er aus seiner Träumerei gerissen wurde, weil der Chef ihn ansprach. »Was ist, Senor Carlos?« grinste der Chef, »schlafen Sie während einer Besprechung?« »Entschuldigung«, murmelte Carlos als Antwort. »Es war ein harter Tag. Ich verstehe, es war für alle hart. Sagen Sie mir, was ist mit dem Bericht, den Sie zugewiesen bekommen haben? Ist er fertig? Morgen ist die Frist. Ich hatte gehofft, ihn heute zu sehen.« »Entschuldigung, ich werde ihn bis morgen früh fertig haben«, antwortete der Chirurg leise. »Ich erwarte es. Vergessen Sie nicht, wir haben strenge Fristen, Carlos.
Carlos hatte eigentlich alles fertig. Er hatte geplant, heute ins Büro von Senor Enzo zu gehen, um die Arbeit abzugeben. Aber angesichts der Ereignisse des Morgens hatte er keine Lust, mit seinem Chef zu interagieren, ihm in die Augen zu sehen oder mit ihm zu sprechen. Er bevorzugte es, den Bericht morgen früh vor Arbeitsbeginn zu übergeben, um unnötige Diskussionen zu vermeiden. Diese Option schien viel attraktiver. Carlos wollte schnell fertig werden und gehen, keinen zusätzlichen Moment in der Nähe seines Chefs verbringen. Es provozierte Gedanken und neue Anfälle von Selbstvorwürfen. Aber er konnte nicht einfach aufstehen und gehen. Während der Besprechung erhielt ein Kollege einen dringenden Anruf von der Rezeption. Er hatte Dienst und Carlos wollte sich fast freiwillig melden, um an seiner Stelle zu gehen. Wenn es nicht Verdacht und seltsame Blicke erregt hätte, wäre er gerannt. Alles war besser als dieses langsame Folter zu ertragen. Was ihn am meisten irritierte, war, dass Enzo sich verhielt, als wäre nichts passiert. Er war ruhig und gelassen, als wäre alles normal. Carlos begann sich für seine Feigheit und seinen Mangel an Mut zu tadeln. Er hätte in die Küche stürmen und den Schuf direkt konfrontieren sollen. Warum tolerierte er das? Warum versteckte er, dass er alles wusste? Was war der Sinn all dieser Bemühungen? Was sollte er jetzt tun? Diese Gedanken quälten Carlos. Das Schlimmste war, dass er keine Antworten hatte. Er fühlte sich, als säße er vor den Trümmern seines Lebens und wüsste nicht, was er als nächstes tun sollte. Wie sollte er weiter vorgehen? Regina vergessen, aber wie rachsüchtig und boshaft würde Enzo sein. Carlos hatte einmal gedacht, er sei ein sehr vernünftiger Mensch, wenn auch mit einigen seltsamen und unangenehmen Eigenschaften, aber anständig. Wie konnte er jetzt sein Verhalten vorhersagen? Es war eine interessante Situation, der Chef stiehlt die Frau und der Untergebene fürchtet um seine Karriere. Wo ist die Gerechtigkeit, wo? Gibt es überhaupt Gerechtigkeit auf dieser Welt, fragte sich der Chirurg. Dummerweise wusste er besser als jeder andere, dass es so etwas wie Gerechtigkeit in der Welt nicht gab. Erst neulich brachten sie während seiner Schicht einen Fahrer herein, der einen Autounfall verursacht hatte, er überlebte, aber die Familie, in die er hineingefahren war, nicht. Sie alle starben trotz der besten Bemühungen der Ärzte. Was konnte man also über seine eigenen trivialen Probleme sagen? In diesen Gedanken verloren, endete schließlich die Besprechung. Carlos wurde klar, dass er heute Nacht nicht nach Hause gehen würde, er würde in seinem Büro schlafen. Er wollte Regina nicht sehen, geschweige denn seine Schwiegermutter. Er war nicht in der Lage, ihnen in die Augen zu sehen und die Farce zu beobachten, in dem Wissen, was wirklich passiert war. Es war erschreckend, sich vorzustellen, wie er mit seinem neuen Wissen reagieren würde, wenn seine Frau einen weiteren Streit beginnen würde, ihre Rechte geltend machen und Forderungen stellen würde. Nein, es war besser, seine ohnehin schon fragilen Nerven zu schonen. Auf einem unbequemen Sofa zu schlafen war weitaus besser. Der Form halber schrieb Carlos Regina eine Nachricht: Ich werde heute Nacht nicht nach Hause kommen. Ich habe einen dringenden Bericht zu beenden. Unmittelbar nach dem Senden schaltete er den Ton seines Handys aus. Er wusste, dass diese Nachricht seine Frau wütend machen würde, einen Sturm der Emotionen auslösen würde, und er wollte ihre neuesten Hysterien weder hören noch lesen. Damit würde er sich am Morgen auseinandersetzen. Zum Glück konnte sich Carlos erlauben, sein Handy für die Nacht zu ignorieren. Ein Kollege hatte jetzt Dienst und Enzo würde die Schicht am Morgen übernehmen, also würde der Chef im Krankenhaus sein. Es war klug, sich mit Proviant einzudecken, um nicht nachts durch die Korridore zu wandern und möglicherweise auf Enzo zu stoßen. Allein mit ihm zu sein, könnte zu einem peinlichen freundschaftlichen Gespräch führen, was Carlos als letztes wollte. Jede Geduld hat ihre Grenzen. Nachdem er alles vorbereitet hatte, was er brauchte, fühlte er sich gut vorbereitet und setzte sich an die Arbeit an den Patientenakten, organisierte Dokumente und machte Notizen. Diese Routinearbeit blieb oft liegen, also war es eine gute Gelegenheit, sie aufzuholen. Allerdings drifteten Carlos' Gedanken immer wieder zu seiner Frau und seinem Chef zurück. Wer konnte es ihm verdenken? Es war ein zu bedeutender Schlag, um ihn einfach aus seinem Kopf und Herzen zu löschen. Nachdem er bis 4 Uhr morgens gekämpft und etwa ein Drittel seines ehrgeizigen Plans abgeschlossen hatte, beschloss Carlos, ins Bett zu gehen.
Schließlich lag ein Arbeitstag vor ihm mit Operationen, Beratungen und anderen Aufgaben. Erstaunlicherweise begann er einzuschlafen. Es war kein friedlicher, entspannter Zustand, stattdessen fiel er in einen unruhigen, dunklen und düsteren Albtraum, aber zumindest litt er nicht an Schlaflosigkeit. Carlos wurde von einem schrecklichen Schrei geweckt, erst leise und fern, dann direkt neben ihm. Eine Frau schrie etwas Unverständliches, oder vielleicht war er zu benommen, um es zu verstehen. Jemand hämmerte wütend an seine Bürotür. Nach ein paar Sekunden, als er den schweren Schlaf abschüttelte, wurde Carlos endlich klar, wo er war und was geschah. Er erkannte die Stimme der schreienden Frau, es war Isabella Silveiro, die diensthabende Oberschwester. Ihre Stimme hörte nicht auf. Carlos, Carlos, keuchte die Krankenschwester, entweder vor Panik, Angst oder Erschöpfendem auf und ab der Stockwerke, bist du hier? Bitte, das Licht ist an. Tatsächlich war er mit eingeschalteter Schreibtischlampe eingeschlafen. Was ist passiert, antwortete er widerwillig. Natürlich verstand Carlos, dass eine so gestresste und panische Stimme von einer erfahrenen Krankenschwester, die viel gesehen hatte, eine Katastrophe von globalem Ausmaß signalisierte. Er wollte sich nicht in Probleme verwickeln lassen, aber Isabella drängte zu sehr. Bitte komm schnell. Es gibt eine Krise. Hilfe, bitte. Was konnte er sonst tun? Indem er antwortete, hatte er sich bereits verpflichtet. Er schloss hastig seine Bürotür auf und eilte der Krankenschwester nach. Als er Isabella sah, wurde ihm klar, dass es noch schlimmer war, als er sich vorgestellt hatte. Egal, was zuvor passiert war, er hatte die Krankenschwester noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Ihre Hände zitterten, ihr Gesicht war blass und kalter Schweiß stand auf ihrer Stirn. Da Isabella in OP-Kleidung war, bestand kein Zweifel, dass etwas im Operationssaal passiert war. Unfähig zu erraten, was es sein könnte, eilte er so schnell wie möglich dorthin. Er wusste, dass es zwecklos und zeitraubend wäre, die erschütterte Krankenschwester nach Informationen zu fragen. Sie hatten bereits zu viel Zeit verloren, ihn zu suchen und zu wecken. Er musste es selbst vor Ort sehen. Als Carlos die Treppe schneller als mit dem Aufzug hinunterrannte, schwirrten ihm hunderte Vermutungen durch den Kopf, jede schlimmer als die vorherige. Die schrecklichsten Gedanken kämpften um die Vorherrschaft in seinem Kopf, aber was er sah, erschütterte ihn dennoch unvorstellbar. Der gesamte Boden des Operationssaals war mit Blut getränkt. Obwohl dies bei schweren Verletzungen nicht ungewöhnlich war, störte etwas an dieser Szene Carlos. Es schien, als wäre alles Blut, das in den Patienten transfundiert wurde, ebenfalls auf dem Boden gelandet. Blut strömte aus der armen Seele. Die Lebenserhaltung zeigte keine Aktivität. Obwohl klar war, dass niemand eine solche Situation überleben konnte, standen der Anästhesist, die OP-Schwester und alle anderen mit steinernen Gesichtern da, erfüllt von Angst und Panik. Eine Person jedoch schien unberührt. Enzo arbeitete weiter im Operationsfeld, ohne zu bemerken, dass der Patient längst tot war. Carlos bewegte sich auf wackeligen Beinen auf seinen Chef zu. Seine anfängliche Vermutung war richtig, der Liebhaber seiner Frau war monströs betrunken. Ohne ein Wort zu sagen, beugte sich Carlos über den Patienten und beobachtete genau die Handlungen seines Chefs. Leider war es auch ohne Worte klar, der Patient war abgeschlachtet worden. Enzo hatte in seinem betrunkenen Zustand Chaos angerichtet. Er hatte Arterien und Venen aufgeschlitzt, jedes Blutgefäß in der Nähe der Operationsstelle war ein Durcheinander. Es schien, als hätte ein betrunkener Metzger und nicht ein Chirurg gearbeitet. Selbst in einem solchen Zustand erfordert es Mühe, einer lebenden Person so viel Schaden zuzufügen. Der unglückliche Patient war offensichtlich mit einem einfachen Fall von akuter Blinddarmentzündung gekommen, mit einem Risiko der Ruptur, was den Ruf nach dem diensthabenden Chirurgen veranlasste. Sie hatten ihr Todesurteil gerufen. Enzo, nimm die Hände vom Patienten. Er ist tot, sagte Carlos fest. Wer bist du, dass du mir Befehle erteilst, lallte der Chef wütend. Wenn du nicht aufhörst, werde ich Gewalt anwenden, beharrte Carlos. Anscheinend beunruhigte Carlos Entschlossenheit den Abteilungsleiter. Er legte vorsichtig, so gut es sein betrunkener Zustand zuließ, das Skalpell hin und senkte die Hände, starrte schweigend Carlos an. Aber Carlos sprach nicht mehr zu ihm. Warum hat ihn niemand aufgehalten? Warum? Wie konntet ihr das zulassen?
Der Anästhesist, die OP-Schwester und Isabella, die kurz danach angekommen war, schauten alle zu Boden und schwiegen. Im Gegensatz zu dem völlig betrunkenen Enzo verstanden sie den Ernst dessen, was passiert war, und die Konsequenzen, denen sie gegenüberstanden. Redet schon, wie konnte das passieren, rief Carlos erneut und konnte die angespannte Stille nicht ertragen. Die OP-Schwester, die in Angst an die Wand gedrückt wurde, begann mit dünner, brüchiger Stimme zu stammeln. Er sagte, er würde uns alle feuern, dass er der Gott der Chirurgie sei, dass für ihn ein kleiner Blinddarm nichts sei, dass er ihn mit geschlossenen Augen entfernen könnte. Carlos atmete tief durch und kämpfte, um seine Wut und Verzweiflung zu unterdrücken. Der Raum stank nach Alkohol und Blut, eine ekelerregende Kombination, die zum Chaos vor ihm passte. Er wusste, dass er schnell und entschlossen handeln musste, um so viel wie möglich aus dieser katastrophalen Situation zu retten. Leider war dieses Verhalten sehr typisch für den Chef, wenn er getrunken hatte. Nüchtern war er ein normaler Mensch, aber sobald er einen Drink hatte, schoss seine Arroganz in die Höhe und er verlor fast augenblicklich jegliches Gespür für Gefahr und Selbstschutz. Was hätten wir tun sollen? Er ist der ranghöchste Mitglied des chirurgischen Teams, der einzige Abteilungsleiter, erhob der Anästhesist seine Stimme. Es war klar, dass er die Taktik "Angriff ist die beste Verteidigung" gewählt hatte. Hinter dieser Fassade war sein Schock offensichtlich. Natürlich hatte niemand damit gerechnet, dass dieses Mal eine Operation mit einem betrunkenen Chirurgen in einer Tragödie enden würde. Leider war es periodisch vorgekommen und bisher waren alle davongekommen. Solange der Patient überlebte, gab es keine Untersuchungen. Sobald wir sahen, was er tat, rannte ich um Hilfe, aber es war zu spät, konnte sich Isabella nicht verkneifen hinzuzufügen. Zu spät, wiederholte Carlos automatisch. Er versuchte verzweifelt, den richtigen Kurs zu finden. Er erkannte, dass er der Einzige war, der relativ ruhig blieb und in der Lage war, rational zu denken. Gut, sprach Carlos schnell, sperrt Enzo in ein Büro. Ruft den Sicherheitsdienst, um ihn zu eskortieren. Nicht in sein Büro, stellt sicher, dass er keine Kommunikationsmittel bei sich hat. Isabella, ruft die Polizei und den Chef an. Alle Anwesenden wandten sich sofort gegen ihn, ein Chor von Stimmen, der Unzufriedenheit äußerte. Der Chef war empört, dass ein Untergebener es sich herausgenommen hatte, Befehle zu erteilen. Der Anästhesist war ebenfalls wütend, dass Carlos die Autorität übernommen hatte. Die OP-Schwester weinte und begann sogar zu schluchzen. Isabella war schockiert bei der Vorstellung, die Polizei zu rufen. Es war seltsam, wie dachte sie, dass dies gehandhabt werden würde. Dachten sie wirklich, sie könnten es vertuschen? Alle schweigt. Enzo, besonders du, oder ich schwöre bei Gott, ich schlage dich, rief Carlos in einer Stimme, die nicht wie seine eigene klang. Dieser Befehl brachte sofort alle zum Schweigen. Was ist unklar? Isabella, warum stehst du da? Die Frau stand immer noch in der Tür und wagte es nicht, sich zu bewegen. Ihre Augen waren weit aufgerissen. Die Polizei rufen. Bist du sicher? Wohin sonst? Jetzt und keine Diskussionen, forderte Carlos. Anscheinend war er in dieser Rolle sehr überzeugend, denn alle gaben schnell nach und begannen, seine Befehle auszuführen. Isabella ging, um die Sicherheit zu rufen, um Enzo zu isolieren und die Polizei und den Chefarzt zu kontaktieren. Carlos wandte sich an die anderen. Lasst uns diesen Ort aufräumen und alle Beweise sichern. Wir müssen sicherstellen, dass alles ordnungsgemäß für die Untersuchung dokumentiert wird. Wir können uns jetzt keine Fehler leisten. Er begann, das Personal zu organisieren und sicherzustellen, dass jeder spezifische Aufgaben hatte, um die Situation zu bewältigen. Trotz des Chaos und seiner eigenen Unruhe wusste Carlos, dass der einzige Weg, dies zu überstehen, darin bestand, fokussiert zu bleiben und die Kontrolle zu übernehmen. Also gut, Miguel, wandte er sich an den Anästhesisten, du musst dich jetzt separat hinsetzen und mit niemandem sprechen. Yolanda, du auch. Die OP-Schwester nickte schüchtern und zog sich zurück, aber der Anästhesist war noch nicht bereit aufzugeben. Wer hat dich zum Chef gemacht? Was denkst du eigentlich, wer du bist? Protestierte er. Carlos Augen füllten sich mit Wut und seine Stimme senkte sich zu einem beinahe Bass, wurde tief und resonant. Denk nicht mal daran, mit mir zu streiten.
Du hast hier schon ein Chaos angerichtet, eine Person ist tot. Verstehst du die Konsequenzen für euch alle? Ihr werdet alle ins Gefängnis kommen. Wie konntest du einen betrunkenen Idioten in die Nähe des OP-Tisches lassen? Er kann nicht einmal gerade stehen. Migüls Trotz verflog schnell. Der Geist des Wettbewerbs und Widerspruchs verschwand. Ich werde im Pausenraum sein, murmelte er widerwillig und verließ den Raum, warf Carlos aber einen äußerst unzufriedenen Blick zu. Carlos blieb allein mit Enzo. Enzo schien völlig ahnungslos, was vor sich ging, sein stumpfer, unverständlicher Blick wanderte vom Patienten zu den Instrumenten zu seinem Untergebenen. Er versuchte sogar, ein Gespräch zu beginnen und Fragen zu stellen, aber Carlos ignorierte ihn. Was brachte es, jemandem etwas zu erklären, der kaum seinen eigenen Namen kannte? Er musste nur warten, bis die Sicherheitsleute ankamen, Enzo mitnahmen und einsperrten, um weiteren Schaden zu verhindern. Als Carlos sicherstellte, dass Enzo, Miguel und Yolanda isoliert waren und die Polizei gerufen wurde, setzte er sich in die Haupthalle und wartete. Er fragte sich, wer zuerst ankommen würde, der Chefarzt oder die Polizei und wem er sich zuerst erklären müsste. Er musste die Ruhe bewahren und nicht dem Stress nachgeben. Der Tag war seit dem Morgen sehr ereignisreich gewesen. Wer hätte eine solche dramatische Wende der Ereignisse vorhersagen können? Wie konnte sich das Leben so drastisch wenden? Carlos konnte nicht aufhören, an eines zu denken. Wenn nicht dieser schicksalhafte Morgen vor etwas mehr als 20 Stunden gewesen wäre, hätte er dann genauso gehandelt. Was, wenn er nichts von der Beziehung zwischen seinem Chef und seiner Frau gewusst hätte, nichts von ihrer Schwangerschaft von Enzo? Hätte er dasselbe getan? Nichts hätte sich geändert, oder? Hätte er nicht aus einem falsch verstandenen Pflichtgefühl versucht, seinen Chef zu decken? Er wollte an sich selbst als anständige Person glauben, aber ehrlich gesagt, Carlos war sich nicht sicher. Alles änderte sich, als sich seine Sicht auf seinen Chef änderte. Zudem war Carlos überzeugt, dass Enzo sich aus einem bestimmten Grund so besoffen hatte. Er musste von Reginas Schwangerschaft erfahren haben. Das entschuldigte ihn natürlich nicht. Während er allein saß, versuchte Carlos zu verstehen, ob er eine gute oder schlechte Person war. Er war zutiefst beunruhigt von der Verbindung zwischen den Ereignissen des Morgens und der Nacht. Es ist schade, dass die Geschichte den Konjunktiv nicht toleriert. Niemand wird jemals wissen, was hätte passieren können, wenn ein bestimmtes Ereignis oder eine Umstände ausgelöscht worden wären. Carlos wusste, dass der einzige Weg, in dieser Situation ein anständiger Mensch zu bleiben und seinen Selbstrespekt zu bewahren, darin bestand, seinen Chef den Behörden zu übergeben und ihnen die Angelegenheit zu überlassen. Aber hätte er das getan, wenn er nicht gewusst hätte, dass Enzo, der betrunkene Chirurg und klare Ursache des Todes des Patienten, der Liebhaber seiner Frau war? Wenn er Enzo nur als seinen Chef, Kollegen, Mentor und anständigen Kerl betrachtet hätte. Diese moralischen Dilemmata waren eine ernste Prüfung für den Chirurgen und er empfand auch tiefes Mitgefühl für den Patienten, der ohne Grund gestorben war, weil er mit einem so einfachen Problem ins Krankenhaus gekommen war und so endete. Es war eine Tragödie für alle Angehörigen und Lieben des Patienten. Carlos wurde aus seinen traurigen Gedanken gerissen, als der zerzauste Chefarzt in das Krankenhausgebäude stürzte. Eine solche Geschwindigkeit war zu erwarten, er wohnte im Nachbarhaus. Roberto Cornelio eilte ohne Verzögerung auf den Chirurgen zu. Was zur Hölle, schrie der Chefarzt. Als er bemerkte, dass sich ein paar Besucher zu ihm umdrehten, senkte er seine Stimme, zischte aber immer noch vor Spannung. Du hättest mich zuerst anrufen sollen, dich mit mir beraten sollen. Was glaubst du, was du da tust? Wer hat dir das Recht gegeben, das Kommando zu übernehmen? Um ehrlich zu sein, Carlos hatte keinen Zweifel daran, dass dies die Reaktion sein würde, der Chefarzt würde wütend sein. Natürlich war seine Priorität, den Ruf des Krankenhauses zu schützen, den Anschein von Legalität zu wahren und das Verbrechen, wenn möglich, zu vertuschen. Aber Carlos hatte alle seine Rückzugsmöglichkeiten abgeschnitten und damit Wut und Aggression der Vorgesetzten provoziert. Doch Carlos wusste, dass er im Recht war und hatte keine Absicht, zurückzuweichen. Keine einzige Muskel zuckte in seinem Gesicht. Ich habe getan, was notwendig war. Du hast nicht gesehen, in welchem Zustand Enzo und der Patient waren, was er ihm angetan hat, ist unvorstellbar.
Genau, schrie Roberto wieder, ich hätte es sehen und bestätigen sollen. Carlos dachte sich, ja, bestätigen, dass nichts zu tun ist, um den betrunkenen Chirurgen zu decken, aber laut sagte er: Es ist meine bürgerliche Pflicht und Verantwortung, ein Verbrechen zu melden. Ich werde das nicht vernachlässigen. Der Chefarzt war über den Ton des Chirurgen wütend. Er war dabei, in einen weiteren wütenden Wortschwall auszubrechen, der zweifellos eine ganze Reihe von Beleidigungen enthalten hätte, aber glücklicherweise trafen endlich die Polizeibeamten ein. Roberto musste sich zusammenreißen und mit ihnen gehen, um die Situation zu beurteilen und seine Hilfe anzubieten. Doch er warf Carlos einen Blick zu, der deutlich sagte, das ist noch nicht vorbei. Aber Carlos war das egal, er fühlte sich nicht schuldig, im Gegenteil. Die letzten 24 Stunden waren die seltsamsten seines Lebens gewesen. Morgen, Tag, Nacht und jetzt frühe Morgen, alle waren mit verschiedenen Überraschungen und emotionalen Schocks gefüllt. Die Beamten begannen ihre Untersuchung und Carlos wusste, dass er das Richtige getan hatte. Die Wahrheit würde ans Licht kommen und Gerechtigkeit würde walten. Unabhängig von den Konsequenzen hatte er mit Integrität gehandelt und das gab ihm ein Gefühl des Friedens inmitten des Chaos. Carlos hatte das Gefühl, dass er alles, was er wusste, 100-mal wiederholt hatte. Er musste die Ereignisse immer wieder für verschiedene Leute in Uniform und Zivilkleidung erzählen, wobei ihm sogar die unbedeutendsten Details gefragt wurden. Die Polizeibeamten und Ermittler interessierten sich für alles und baten ihn, sogar die Details des gestrigen Treffens zu wiederholen. Sie befragten das gesamte Personal, das im Krankenhaus war und auch nur die geringste Verbindung zu dem Vorfall hatte. Außerdem wurden alle OP-Mitarbeiter und Enzos Untergebene vorgeladen. Die Polizei interessierte sich für jedes Detail aus dem Leben des Chefs. Vielleicht hatte jemand in letzter Zeit irgendwelche Auffälligkeiten bemerkt. Die Gründlichkeit war erstaunlich. In seinem Beruf war Carlos schon in verschiedenen Situationen, in denen die Strafverfolgungsbehörden involviert waren, befragt worden. Es gab Beschwerdenberichte und Routineinspektionen. Er war erfahren im Umgang mit Menschen in Uniform. Deshalb war er sehr überrascht über die Gründlichkeit, mit der sie diesmal den Fall angingen. Er konnte sich nicht zurückhalten, während einer weiteren Befragungsrunde zu fragen: Können Sie mir sagen, warum Sie diesen Fall so rigoros verfolgen? Entschuldigung, aber ich kenne die übliche Vorgehensweise. Es ist tragisch, aber… Wissen Sie nicht, wer der Verstorbene war, wessen Sohn er war, unterbrach ihn der Beamte. Natürlich wusste Carlos nichts davon und konnte es nicht einmal erahnen. Er schüttelte überrascht den Kopf. Der Mann, der auf dem Operationstisch starb, war der Sohn des stellvertretenden Bürgermeisters der Stadt. Seh nur ruhen, antwortete der Beamte müde. Und plötzlich ergab alles einen Sinn. Die Polizei musste den Tod des Patienten gründlich untersuchen, um festzustellen, ob es sich um einen Unfall, eine kriminelle Tat aus betrunkenem Leichtsinn oder um kaltblütigen Mord handelte. In diesem Moment wurde Carlos klar, dass Enzo keine Chance hatte, dem zu entkommen, er würde ins Gefängnis kommen. Es war schrecklich zu denken, dass auch das gesamte andere Personal, das an der Operation beteiligt war, in den Strudel geraten könnte. Sie waren keine Heiligen, aber es war schade, sie folgten nur Befehlen, auch wenn diese kriminell fahrlässig waren. Carlos verspürte eine gewisse Erleichterung, weil er keine Freude, keine Schadenfreude empfand. Im Gegenteil, er war sehr deprimiert über die ganze Situation. Aber aus karmischer Sicht schien alles fair und gerecht. Enzo hatte sich durchs Leben gelogen und zahlte jetzt den Preis. Man sollte nicht mit dem Glück spielen. Alkohol ist ein verbreitetes Laster unter vielen Ärzten, aber er hatte erneut einen talentierten Arzt zerstört. Es war bitter und traurig. Egal was war, Enzo hatte geschickte Hände und Talent, aber Carlos zog es vor, nicht über den moralischen Charakter des Mannes nachzudenken. Zum Glück war es nicht seine Aufgabe, darüber zu urteilen. Obwohl es klar war, dass bei der gründlichen Untersuchung die Behörden wahrscheinlich von Enzos Affäre mit Regina erfahren würden. Das bedeutete, dass eine indirekte Verbindung zwischen Carlos und seinem Chef bestand. Dies sah besonders heikel aus, da Carlos derjenige war, der Enzo gemeldet hatte. Wie glücklich war er, dass keine lebende Seele wusste, dass Carlos von der Untreue seiner Frau wusste. Das hätte die Angelegenheit stark verkompliziert.
Neben den endlosen Interaktionen mit verschiedenen Behörden musste Carlos 2 Notoperationen durchführen. Was konnte er sonst tun? Patienten konnten nicht warten, man konnte ihnen nicht sagen, dass der diensthabende Chirurg in Handschellen Fragen eines Ermittlers beantworten musste. Als er sich auf den Heimweg machte, völlig erschöpft, beschloss Carlos, alle Details von den gesprächigen Mitarbeitern zu erfahren. Er kannte die neugierigen Krankenschwestern und war sich sicher, dass sie bereits alles herausgefunden und besprochen hatten. Er schlich sich schlau mit einer Packung Kekse ins Schwesternzimmer und fragte nach Neuigkeiten. Mädels, könnt ihr mir erzählen, was ihr herausgefunden habt? Ich bin sehr neugierig. Er lächelte verschmitzt. 2 junge Krankenschwestern, Antonia und Vina, begannen, alles zu berichten, was sie über den Vorfall wussten, und versuchten, sich gegenseitig zu übertreffen. Er muss auf einem Date gewesen sein, so betrunken, dass er grüne Teufel gesehen hat. Der Bastard, schimpfte Antonia und runzelte die Stirn. Und was lässt dich das denken? Fragte Carlos interessiert. Ihre Freundin unterbrach. Du hättest sehen sollen, wie er sich herausgeputzt hatte, ganz parfümiert. Definitiv wegen einer Frau, wohin sonst? In diesem Teil war Carlos nicht überrascht, es war genauso, wie er vermutet hatte. Natürlich war Enzo von einem dringenden Anruf von Regina gekommen. Warum nicht? Carlos hatte seinem Chef gesagt, dass er den Bericht fertigstellen und ihn morgen abgeben müsse. Er hatte seiner Frau dasselbe gesagt, also hatten seine Handlungen den Liebhabern im Grunde genommen freie Hand gegeben. Vina plapperte weiter. Genau zu dem Zeitpunkt, als sie den Patienten mit dem Krankenwagen brachten. Er kam schnell an, war aber schrecklich unzufrieden und betrunken, furchtbar betrunken. Antonia wollte nicht zu kurz kommen und fügte der Geschichte hinzu. Ja, betrunken. Aber ich denke, er könnte vor der Operation noch mehr getrunken haben. Diese Frage war eher rhetorisch, aber Carlos überlegte. Wenn die Dinge so waren, wie er dachte, wenn Regina Enzo an diesem Abend von ihrer Schwangerschaft erzählt hatte, könnte Enzo versucht haben, seinen Stress abzubauen. Warum nicht? Er könnte noch mehr getrunken haben. Und wer hat ihn in den Operationssaal gelassen? Rief Vina empört. Ja, versuch ihn mal aufzuhalten, schoss Antonia zurück und warf ihrer Freundin einen bösen Blick zu. Du weißt, wie oft er betrunken operiert hat, nur schreiend und Befehle erteilend. Nicht so wie du, Carlos, nutzte die zweite Krankenschwester die Gelegenheit, ihn zu schmeicheln. Carlos hörte aufmerksam zu und nahm die Details auf. Die Situation war noch chaotischer, als er ursprünglich gedacht hatte. Aber jetzt hatte er ein vollständigeres Bild von dem, was passiert war. So sehr die Schmeichelei auch geschätzt wurde, änderte sie nichts an der Schwere der Situation oder den Konsequenzen, denen sich alle Beteiligten stellen mussten. Er hörte ihrem Geplauder halbherzig zu. Carlos versuchte, ein kohärentes Bild dessen zusammenzusetzen, was am Vorabend passiert war. Es schien sich zusammenzufügen. Er kannte die wichtigsten Details. Weißt du, wie wütend Senor Roberto auf dich ist? Fragte Antonia. Er hat alle angeschrien und gesagt, dass sie nicht auf dich hätten hören und nicht die Polizei hätten rufen sollen. Ja, das hat er mir schon persönlich gesagt, verriet der Chirurg nicht. Er fragte sich, wie Roberto beabsichtigte, das Geschehene zu vertuschen, besonders angesichts der Identität des verstorbenen Patienten. Die Krankenschwestern tauschten Blicke aus und zuckten mit den Schultern. Wir machen uns nur Sorgen um dich. Jeder denkt, dass du das Richtige getan hast. Enzo wurde in letzter Zeit immer arroganter, das musste passieren, teilte Vina mit. Carlos dachte bei sich, ich frage mich, wie enttäuscht sie von mir wären, wenn sie von der heimlichen Affäre zwischen Enzo und Regina wüssten. Das diskreditierte seine Handlungen sogar in seinen eigenen Augen, geschweige denn in den Augen anderer. Sie würden es wahrscheinlich als einen Akt der Kleinlichkeit sehen. Ich denke auch, dass ich das Richtige getan habe, erzwang er ein Lächeln. Also, Mädels, passt auf euch auf. Ich gehe nach Hause. Nachdem er sich herzlich von dem Personal verabschiedet hatte, das er auf seinem Weg traf, eilte Carlos nach Hause. Jeder, den er traf, schenkte ihm ungewöhnlich breite Lächeln. In ihren Augen war er fast ein Held geworden. Das machte ihm übel und ließ ihn immer mehr an der Unparteilichkeit seiner Handlungen zweifeln. Die Frage schwebte im Raum, ein unausgesprochener Vorwurf.
Wie dem auch sei, es war an der Zeit, nach Hause zu gehen und mit seiner Frau zu sprechen. Carlos bereitete sich mental auf ein schwieriges Gespräch vor. Aber es kam nicht dazu. Als er gerade das Krankenhaus verlassen wollte, hielt ihn ein weiterer Polizist auf und bat ihn, zur Ermittlungsabteilung zu kommen. Carlos' Geduld ging langsam zu Ende und er war es leid, immer dasselbe zu wiederholen. Er konnte sich nicht zurückhalten. Ernsthaft? Hören Sie, ich bin erschöpft. Kann das nicht warten? Der Polizist antwortete in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete. Das ist das Verfahren. Entschuldigung. Was konnte er sagen? Er musste sich fügen. Carlos fürchtete auch, dass bei dem nächsten Gespräch mit den Ermittlern die Tatsache, dass seine Frau die Geliebte des Verdächtigen war, zur Sprache kommen könnte. Er würde seine Emotionen irgendwie im Griff haben müssen. Könnte er das schaffen? Der Chirurg wusste, dass er nicht gut im Vortäuschen war. Aber zum Glück war den Ermittlern diese Tatsache noch nicht aufgefallen oder sie hatten beschlossen, diese Information zurückzuhalten. In jedem Fall wurde Carlos nichts Neues gefragt, es waren immer wieder die gleichen Fragen. Dementsprechend blieben Carlos' Antworten unverändert. Warum sollten sie auch? Er hatte kein einziges falsches Wort gesprochen. Sag mal, muss ich das noch viele Male durchmachen? Um ehrlich zu sein, es wird langsam ermüdend, sagte der Chirurg. Der Ermittler, ein Mann etwa in Carlos' Alter, lächelte. Sie wissen, wer der Patient war. Alle Vorgesetzten fordern schnelles Handeln, um die Schuldigen zu identifizieren, egal was. Nun, es gibt nichts Neues zu sagen, sagte Carlos verwundert. Der Ermittler zuckte nur mit den Schultern. Meine Vorgesetzten haben mir befohlen, alle Aussagen erneut zu überprüfen, also überprüfe ich sie erneut. Obwohl der Schuldige bereits zur Besinnung gekommen ist und gestanden hat. Nun, es wäre seltsam, es zu leugnen, nickte der Chirurg. Carlos wurde schließlich zur Mittagszeit freigelassen. Halbtag verschwendet. Natürlich war Regina nicht da, als er endlich nach Hause kam. Sie war längst zur Arbeit gegangen. Vielleicht war das besser so, er hätte etwas Zeit zum Schlafen. Er musste auch sorgfältig darüber nachdenken, wie er das Gespräch mit Regina angehen sollte, was er sagen und wie er vorsichtig sein sollte. Zur gewohnten Zeit hörte er das Rascheln an der Haustür. Er hatte nicht geschlafen, sondern nur zugehört. Endlich kam seine Frau an. Regina schaffte es, die Küche zu betreten, als ihr erschöpfter Mann aus dem Schlafzimmer kam. Carlos stand in der Tür und sah sie mit schlecht verhohlener Verachtung an, obwohl sie entweder nichts bemerkte oder so tat. Oh, sagte sie, du bist zu Hause. Ich bin überrascht. Du hast gestern und später auch nicht geantwortet. War es so schwierig? Regina wich nicht zurück und schien bereit, ein weiteres Gewitter im Wasserglas zu entfachen. Diese Art der Kommunikation überzeugte Carlos, dass sie nichts von dem Geschehen wusste. Nun, umso besser. Warum? Fragte er. Dein Liebhaber hat dir erzählt, dass ich einen Bericht hatte, der meinen Aufenthaltsort bestätigt. Reginas Augen weiteten sich vor Erstaunen und Schock. Natürlich war sie überrascht, dass ihr Mann von dem Liebhaber und der Untreue wusste, aber sie tat so, als wüsste sie nicht, wovon er sprach, obwohl sie eindeutig verängstigt war. Das war zu bemerken. Was? Welcher Liebhaber? Wovon redest du? Ihre Stimme zitterte sogar ein wenig. Entschuldige, antwortete der Mann müde, ich habe keine Energie für Höflichkeiten, also werde ich sehr kurz sein. Ich habe drei Nachrichten für dich. Erstens, und das ist das Wichtigste, ich weiß, dass du mich mit Enzo, meinem Chef, betrügst. Regina setzte sich überrascht hin. Alles, was passierte, war eindeutig nicht Teil ihrer Pläne. Sie war nicht vorbereitet und versuchte sogar, so zu tun, als fühle sie sich unwohl. Diese Schauspielanlage überzeugte Carlos jedoch nicht im geringsten. Er setzte seine vorbereitete Rede fort. Zweitens, ich weiß von deiner Schwangerschaft und dass das Kind nicht von mir ist. Man musste den Ausdruck auf Reginas Gesicht sehen. Ihre Emotionen wechselten mit der Geschwindigkeit eines unterschwelligen Rahmens, wahrscheinlich kaum mit ihren Gedanken Schritt haltend. Sie versuchte offensichtlich herauszufinden, wo sie sich geirrt hatte und wie sie aus dieser Situation herauskommen könnte. Sollte sie alles leugnen oder gestehen und um Vergebung bitten?
aber ihr Mann war unerbittlich. Und drittens, das ist eher eine Nachricht für dich als für mich. Ich vermute, Enzo antwortet dir nicht. Du machst dir wahrscheinlich darüber Sorgen. Du hast ihm von dem Baby erzählt und jetzt denkst du, er hat dich einfach sitzen lassen? Regina schwieg, warf ihrem Mann jedoch einen Blick voller Wut und Hass zu. Es war klar, dass er mit seinen Schlussfolgerungen ins Schwarze getroffen hatte. Nun, Enzo antwortet nicht, weil er in einer Zelle sitzt. Er eilte von eurem Liebestreffen zur Operation bereits betrunken. Richtig? Und fügte aufgrund des Stresses noch mehr hinzu. Ich werde dich nicht mit unnötigen Details belasten, ich hatte heute genug davon. Ich werde nur eines sagen, der Patient ist gestorben und Enzo ist zu 100% dafür verantwortlich. Also tut mir leid, aber dein Liebhaber wird ins Gefängnis gehen. Du musst mir nicht glauben, aber ich bedauere wirklich, dass es so gekommen ist. Sobald Regina diese Nachricht hörte, begann sie unkontrolliert zu schluchzen. Carlos hatte das Gefühl, dass er seine Frau noch nie in einem solchen Zustand gesehen hatte. Vielleicht liebte Enzo sie wirklich, oder vielleicht lag es an der Schwangerschaft und den Hormonen. Obwohl das wahrscheinlichste Szenario, so zynisch es klingt, war, dass sie sich selbst bemitleidete. Ja, es war wirklich eine bemitleidenswerte Situation. Ihre Hysterie dauerte etwa 10 Minuten. Sie wollte nicht aufhören, sondern schluchzte weiter. Carlos' Nerven hielten es nicht mehr aus. Entschuldige, aber ich habe keine Zeit oder Energie, mir dein Hysterisches anzuhören. Ich werde dich nicht bemitleiden. Bitte pack deine Sachen und geh. Da reagierte seine Frau endlich. Sie sah ihn mit einem verwirrten Ausdruck an. Du willst mich aus dem Haus werfen? Sie war schockiert, selbst bei dem Vorschlag. Was hast du erwartet? Diese Wohnung gehört mir, von meiner Großmutter geerbt, also hast du keinen rechtlichen Anspruch darauf. Ich schlage vor, du packst deine Sachen und gehst so schnell wie möglich zu Senora Marisa. Ich bin sicher, sie wird sich freuen, ihre geliebte Tochter bei sich zu haben. Er fühlte sich jetzt nicht stolz, er hatte sich von seinen Emotionen überwältigen lassen, war über das Ziel hinausgeschossen, obwohl er distanziert bleiben wollte. Aus Carlos' Sicht hätte seine Frau sich stillschweigend fügen sollen. Wie sonst könnte es sein? Sie war in die Enge getrieben, ihr Mann wusste von der Affäre und dem Kind von ihrem Liebhaber. Seine intellektuellen Vorstellungen vom Leben stimmten überhaupt nicht mit Reginas überein. Sie dachte, sie könnte um Vergebung bitten und vergeben werden. Undenkbar. Wie kannst du mich so behandeln? Begann seine Frau zu jammern. Hab Erbarmen mit mir, vergib mir. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber... Er konnte seinen Ohren nicht trauen. Er wollte dieses Unsinn nicht einmal anhören, es war unerträglich. Genug, unterbrach er sie. Carlos sprach leise und ruhig. Spar dir diese Vorstellung für deine Mutter. Es ist zu spät, mit mir Spielchen zu spielen. Carlos, mein Liebster, bitte gib mir eine zweite Chance. Ich flehe dich an, verlasse mich nicht. Kannst du nicht sehen, in welcher Lage ich mich jetzt befinde? Regina, unterbrach er sie erneut, streng aber ruhig, wir beide wissen, dass unsere Ehe nicht gut gelaufen ist. Du hättest einfach gehen können, das wäre verständlich gewesen, aber du hast dich für Verrat entschieden. Ja, ich war dumm, vergib mir, brach sie in Tränen aus, ich bin so ein Idiot. Ich bin einfach erstaunt, wie sehr du mich für einen Dummkopf hältst. Glaubst du wirklich, ich werde dir vergeben, schweigen, lächeln und ein Kind großziehen, das du mit jemand anderem hattest? Und dazu noch deine Beschwerden und Skandale immer wieder anhören. Das geht über alle Grenzen hinaus. Überwältigt von Emotionen warf er die Hände in die Luft. In diesem Moment sah Regina klar, dass es vorbei war. Egal was sie tat, egal wie sehr sie um Gnade bettelte, egal wie sehr sie zu seinen Füßen kroch, nichts würde helfen. Es war das Ende, seine Geduld war erschöpft. Die Ruhe, der gleichmäßige Ton und die Müdigkeit in seinen Augen beeinflussten ihre endgültige Entscheidung stark. Es blieb nichts anderes übrig, als ihre Sachen zu packen und zu gehen, was sie auch tat. Die letzten 3 Stunden allein mit seiner Frau waren für Carlos eine Prüfung, aber es hatte sich gelohnt, endlich war er allein. Das Gefühl der Freiheit war berauschend und es gab keine Reue. Es schien, als würde sich das Leben verbessern, als könne er endlich wieder atmen.
Aber am nächsten Tag bei der Arbeit wurde Carlos mit einer sehr unangenehmen Überraschung konfrontiert. Der Chefarzt rief ihn zu einem Gespräch. Roberto schrie: Wie konntest du nur? Was hast du dir dabei gedacht? Du hättest mich zuerst anrufen sollen, fragen sollen, wie man vorgeht. Du hättest mich zuerst anrufen sollen, nicht die Polizei. Das Nervensystem des Chirurgen war müde vom endlosen Stress und in einem unklugen Moment platzte er heraus. Und was hätte sich geändert? Hättest du die Leiche versteckt? Das war ein Fehler. Roberto schrie so laut, dass es mehrere Stockwerke darüber und darunter zu hören war. Das Ergebnis war offensichtlich. Der Chefarzt zwang ihn, ein Kündigungsschreiben zu verfassen, wenn er keine Probleme bei der Arbeit haben wollte. Natürlich hätte er kategorisch ablehnen können. Aber wie hätte das geholfen? Das Krankenhaus verklagen, gegen die Entscheidung des Chefarztes kämpfen, seinen Ruf ruinieren und schlimmer noch, weiter unter diesem Verrückten arbeiten, wer brauchte das? Es war klar, dass seine Karriere mit einer solchen Haltung der Führung vorbei war. Nein, Carlos unterschrieb alles, was von ihm verlangt wurde, stimmte zu, im gegenseitigen Einvernehmen zu gehen und verließ noch am selben Tag das Krankenhaus. Es war etwas bitter, sich vom Personal zu trennen, das überwiegend aus guten Menschen und Fachleuten bestand, aber so sei es. Carlos versuchte, es philosophisch zu nehmen, sich nicht unnötig aufzuregen oder zu trauen. Es würde einen anderen Job geben, besser als den vorherigen. Schließlich bedeutete dieser Zeitraum Erneuerung. Es war töricht, der Vergangenheit nachzutrauen, die nicht geändert werden konnte. Was passiert ist, ist passiert. Egal was, Carlos bedauerte nicht, wie er gehandelt hatte. Enzo hatte ein Verbrechen begangen und musste dafür nach dem Gesetz zur Rechenschaft gezogen werden. Carlos' Leben machte in dieser Zeit erstaunliche Wendungen. Er hatte kaum Zeit, sich anzupassen, bevor sich alles wieder drastisch änderte. Es war unmöglich, überhaupt zu verstehen, in welche Richtung sich diese Veränderungen entwickelten, zum Besseren oder zum Schlechteren. Die nächste Woche nach all den Ereignissen verbrachte der Chirurg auf der Couch liegend. Es war lange her, dass er sowohl Körper als auch Seele so ausgeruht hatte. Endlich gab es keinen Grund zur Eile, keine Fristen, niemand, der ihn nervte. Es war die reine Wonne. Das war etwas zum Träumen. Eine Woche später erhielt er einen Anruf. Eine glatte männliche Stimme bat ihn, zu einer bestimmten Zeit ins Krankenhaus zu kommen. Ehrlich gesagt, dachte Carlos nicht viel darüber nach, er nahm an, dass er einige Formalitäten erledigen, verbleibende Dokumente oder seine Personalakte abholen müsse, typische bürokratische Dinge im Zusammenhang mit seiner Kündigung. Aber es stellte sich heraus, dass sich in dieser kurzen Zeit im Krankenhaus alles geändert hatte. Senor Roberto war von seinem Posten entfernt worden und ein neuer Chefarzt war ernannt worden. Dieser neue Chef, Senor Danilo, verstand schnell, wie und warum Carlos entlassen worden war. Der neue Chefarzt, Senor Danilo, sagte ohne Umschweife zu Carlos: Im Gegensatz zu meinem Vorgänger schätze ich ein solches Verhalten und Ehrlichkeit der Mitarbeiter sehr. Ich möchte Sie einladen, zurückzukommen. Außerdem haben wir eine offene Stelle als Leiter der chirurgischen Abteilung. Was halten Sie von meinem Angebot? Ich wäre entzückt, antwortete Carlos mit Freude. In der Tat, warum sollte er ablehnen? Ausgezeichnet. Bitte beginnen Sie morgen mit Ihren Pflichten, lächelte der Chefarzt. Was für eine unerwartete 180-Grad-Wende. Wie könnte jemand vorhersagen, wo man Glück oder Verlust findet? Carlos hätte sich ein so großzügiges Angebot nicht einmal in seinen wildesten Träumen vorstellen können. Alles, was in dieser kurzen Zeit passiert war, zeigte eines ganz klar: Es gibt ein Gleichgewicht von Gut und Böse im Leben, und man darf nie verzweifeln oder die Hoffnung verlieren, weil man nie weiß, wie sich das Schicksal wendet. Aus etwas Schlechtem kann Gutes entstehen und umgekehrt. Der Schlüssel ist vielleicht, niemals die Hoffnung zu verlieren, das Richtige zu tun und auf das Beste zu hoffen. Das ist das Rezept und das Geheimnis des Glücks. Nun hofft Carlos, dass er neben seiner Karriere bald auch im Privatleben Glück haben wird. Er möchte seine Seelenverwandte finden, dieses helle und echte Gefühl entdecken. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, geben Sie bitte einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal.